Herzlich willkommen zurück im schönen Dunwall. Hier sind wir auch wieder bei Let's Play Dishonored zurück. In der Kanalisation, wo stinkt und wo Ratten rumwinseln, die uns gerne einen Kopf kürzer machen würden. Wie die in der letzten Folge den Kerl verspeist haben. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ein kluger Rat von einem Kollegen. Ah, die Dose mit eingelegtem Walfleisch. Ein toter Weiner. Diese Weiner, was das sind, weiß ich halt auch noch nicht ganz genau. Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Halt Maul. Mir hat mal wer gesagt, also ich habe mal gelesen, dass diese Weiner irgendwie so eine Art Zombies sind, aber... Ich vermute es noch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Dafür übernehme ich keine Gewehr. So, da steht so eine Leiter. Hier oben geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen da runter zu diesen Typen. Und für die, die sich wundern, dass wir vielleicht hier nur mit so einem Bogen und so einem Messer rumwinseln... Nee, wir kriegen nachher auch noch magische Kräfte. Ich wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Ruhig. Ich könnte natürlich eine Glasflasche mal dahin werfen. Drücke J, um zu erfahren, wie du einen Falkenangriff durchführen kannst. Ein Falkenangriff. Lasse dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke linke Maustaste kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Zack. Das war ja ein souveräner Angriff. Ob das jetzt der Falkenangriff ist, weiß ich nicht. Ich will die Beuten haben von der Wache, nicht den Rest. Die Wache will ich nicht mitnehmen. Da gibt es auch nochmal einen Rattenspieß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Falkenangriff ausgeführt habe. Auf jeden Fall war es trotzdem effizient. Aber ich wollte den ja eigentlich gar nicht umbringen. Vielleicht probiere ich mal den anderen leben zu lassen. Haha, du bist lustig. So wie ich das sehe, kriegen wir auf kurz oder lang ungewollt das böse Ende. Weil ich die Leute immer direkt umbringe. Vorsicht. Nichts, Freundchen. Da hinten, guck mal. Geht der dann dahin? War wohl nur der Wind. Und jetzt sieht man. Vermutlich nur Rack. Und über dem Kopf seht ihr diese Blitze da, die kennzeichnen natürlich, wie aufmerksam dieser Kerl auf uns geworden ist. Ah, das Scheiße, das sind zwei. Oh, oh, das wird haarig. Wir können natürlich mal die Armbrust ausprobieren, oder? Headshot. Ich weiß, dass du hier bist. Das sind drei. Du kleines Dreckstück. Oh, oh. Wir wissen, dass du da bist. Scheiße. Helft mir, nach ihm zu suchen. Das war ein Gesichtstreffer. Ich werde dein Versteck finden. So, und vielleicht warten wir jetzt mal, bis wir den hier... Nur um den mal nicht umzubringen, einfach so, just for fun. Der muss doch mega Panik sich schieben jetzt. Also ich würde mir jetzt mega Panik schieben. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich bin auch hier irgendwo, mein Freund. Dreh dich doch mal um. Damit ich dich ermorden kann. Na gut, der will sich nicht ermorden lassen. Doch jetzt. Ich werde dich finden. Er hat mich gesehen. Soll ich ihn töten? Soll ich ihn töten? Kannst dich nicht irren. Für die Wache. Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe ihn nicht umgebracht, oder? Naja, dann ertrinkt er jetzt halt bewusstlos da im Brunnen. Naja, so haben wir auf jeden Fall mal die Armbrust gesehen. Das war ja auch ganz interessant, weil die haben wir ja kürzlich erst bekommen und noch nicht so richtig ausprobieren können. Aber die ist doch ganz nett, wenn man denn richtig zielen würde. Was ich natürlich auch noch ein bisschen hier lernen muss, mit dieser Armbrust umzugehen. Denn das habe ich ja noch nicht so häufig betrieben. Obwohl ich die eigentlich gar nicht umbringen wollte. Es tut mir ja leid, Alter. Ach, die Beute kann ich mir nehmen.
Mache ich auch. Habe ich die Wache durchsucht hier? Ja, habe ich. Sehr gut. Den da vorne auch. Gut, die haben nichts mehr, keine Beute mehr für uns. Wir tauchen vielleicht mal hier in die Kanalisation. Denn ich kenne ja viele Entwickler, die mal gerne unter Wasser irgendwie so ein Special einbauen für die, die einfach mal unter Wasser tauchen. Gut, und jetzt bald aber mal möglichst vorsichtig vorgehen, vielleicht einen nicht umnieten. Das wäre zur Abwechslung mal ganz schön. Das will ich ja auch mal sehen, wie man wen so in den Würgegriff nimmt und dann bewusstlos umwirft. Aber es ist auch nicht leicht hier durchzukommen. Da vorne liegt noch so ein Gesundheitselixier. Ja, es ist wirklich nicht leicht hier durchzukommen, ohne wen umzubringen, finde ich. Also so ganz nett hier das alles zu klären, ist natürlich echt nicht so easy going. An der Lampe vorbei. Sowas wie ein Zug. Bürger von Nanwar. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Wir sind ein Gesetzloser, aber da vorne ist endlich Licht und das auch Samuel. Vielleicht die Rettung? Corvo, hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Flieh aus dem Gefängnis von Kovic. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann, dann los. Warten Sie. Ich brauche noch einen Augenblick. Sehen Sie sich ruhig um. Ich warte hier. Aber beeilen Sie sich. Ja, ich will erst mal gucken, ob es hier noch was gibt am Strand. Vielleicht Goldmünzen oder so. Auf jeden Fall ein riesiges Schiff, wo einfach mal so ein Wal oben hängt. Ja, und irgendwie sind Wale hier auch ein Schlüsselelement in dem Spiel. Habe ich so das Gefühl. Dieser Walölsteuer und so. Gibt's hier denn noch irgendwas, was wir übersehen haben könnten? Vielleicht was, was wir mitgehen lassen. Ansonsten fahre ich direkt mal weiter. Ach, guck mal hier. Abfalleimer kann man öffnen. Na, ja, die beinahe verpasst hier den Kupferdraht und so. Das wär's ja noch. Gut, ich würde sagen, das reicht auch. Wir müssen ja jetzt nicht jeden kleinen Fissel finden. Deswegen marschieren wir jetzt einfach mal zu Samuel und treten mit ihm eine Reise. Steigen Sie ein. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Na, da kann ich nicht abdanken. Na gut, alter Mann, dann los. Entehrt. Missionsdetails. Gegner eliminiert. 16 Stück Zivilisten eliminiert. 0. Alarm haben wir auch keinmal ausgelöst. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. 2. Allgemeiner Chaosfaktor gesamt hoch natürlich. Und dieser Chaosfaktor, der beschreibt halt, wie oft wir Leute umgebracht haben und so. Und umso mehr Chaos wir generieren, umso mehr Whiner und Ratten gibt es. Und das Ende wird umso düsterer ausfallen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich ein böses Ende, ein gutes Ende. Es hängt halt davon ab, wie wir uns hier anstellen. Ja, niemanden getötet, leider nicht. Und Geist nicht entdeckt worden, auch leider nicht, ja. Aber Sonderaktion dafür, Jellys Tresor geöffnet, gefundene Runen und Pipapo haben wir gar nichts gefunden. Aber immerhin 696 von 1010 Münzen, wobei ja hier nicht nur Münzen drunter fallen, sondern auch Wertgegenstände. Also 1010 Münzen hätten wir hier theoretisch in der Mission finden können. Das ist ja wirklich krass, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe ja schon eigentlich die Augen offen gehalten. Wahrscheinlich das eine oder andere natürlich übersehen, wie es sich für mich gehört, aber wundert mich doch. So, Hounds Pits Pub oder Hound Pits Pub vielmehr. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit dem Anführer der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Na, dann wollen wir das mal machen. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun,
wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Na, dann ist das der richtige Mann für uns. Hound Pits. Und da sind wir auch schon. Triff die Kaisertreuen. Triff dich mit den Kaisertreuen in der Bar. Missionshinweis aktualisiert. Schiffer Samuel hat dich den Fluss vom Gefängnis von Coldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Ja, da können wir übrigens auch das Inventar und alles hier Notizen. Inventar. Und da sehen wir hier, Elixiere haben wir schon 7 und Münzen haben wir auch. Schlüssel. Haben wir auch ein paar gefunden. Ausrüstung. Corvos Faltklinge. Munition und was weiß ich, was da alles noch da am Start ist. Auf jeden Fall allerhand. Zack, wir können jetzt auch theoretisch diese Brandbolzen einsetzen mal. Das wäre sicherlich auch interessant anzusehen. Haben wir ja noch nicht probiert. So, ich nehme jetzt aber mal die normalen Bolzen. Mensch, das sieht schon geil aus einfach. Und das erinnert jetzt natürlich ungemein an England, irgendwie an London im 19. Jahrhundert. Die Weitsicht ist auch nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, das ist kein Bitmap da hinten. Das ist einfach so. Das ist echt schön hier einfach. Klar, hier sieht man so ein bisschen paar Texturen, die könnten ein bisschen aufgemöbelt werden. Man sieht auch die Konsolenambitionen der Grafik. Es ist nicht ganz alles perfekt rund, aber der Ansatz ist schon vorhanden. Und der ist verdammt lustig und gut. Hier sieht man es. Das ist ein bisschen detailarm alles. Naja, aber jetzt genug hier Grafikgefuddel. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja um die Story und die Atmosphäre. Und die hat Dishonored bisher auf jeden Fall sehr gut ausgetischt. So, dann wollen wir mit dem Kaisertreuen hier... arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Ja, hoffen wir es, Samuel. Der Admiral wird Sie sicher bald kennenlernen wollen. War nicht einfach, Sie herzubekommen. Wem sagst du das, Samuel? So, unzerstörbare Metalltür öffnen. Da brauchen wir jetzt nicht durchs Schlüsselloch gucken. Liegt hier noch irgendwas? Ja, die Rattenplage können wir nicht beseitigen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Sie kennen die Geschichten. Ja, die kenne ich. Es wundert mich immer noch, dass jemand die Kaiserin und Lady Emily angreifen konnte. Keiner kennt die wahre Geschichte, Trevor. Wir mögen spekulieren, doch die Wahrheit kennen wir nicht. Er ist stark und schnell. Doch ich hoffe, dass er sich auch auf List versteht. Hier geht es nicht um einen ihrer feinen Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Na gut, vielen Dank, Admiral Havelock. Hier wird viel gesoffen und viel geraucht, habe ich das Gefühl. Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem... Der dem was? Naja. Ich wollte ja eben eigentlich belauschen erstmal, aber dann ging es dann direkt los auch mit dem Dialog. Ich wollte ja noch hören, was sie über uns sagen, weil die haben ja gerade über uns gesprochen. Und das ist ja immer ganz interessant, wenn man so ein Gespräch
über uns belauschen kann. Wo geht's denn hier lang? Erkunden wir doch gerade erstmal, bevor wir Pedro aufsuchen. Können wir irgendwo runtergehen, ne? Ach so, hier sind wir wieder in der Kanalisation. Ne, das hat mir gereicht mit Kanalisation heute. Das reicht mir erstmal hier. So, gucken wir uns erstmal hier im Häuslein um, was es hier so Schönes gibt. Ist ja eine ganz nette Hütte. Dieser Papp hier. Hey, wer ist das denn? Wallace. Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Na, vielen Dank, Wallace, für die Information. Der Admiral scheint ein guter Mann zu sein. Zimmer 201. Schauen wir doch mal ganz unauffällig rein. Können wir bestimmt was klauen. Die Kaisertreuen bestehlen. Die Chorplatte des Inchmouth. Oder Inchmouth. Weiß ich nicht. Zollmund? Ach, guck mal einer an. Das ist doch Lord, der Lord hier. Lord Pendleton. Guten Tag. Sind Sie wieder hier rum am Pendeln oder was? Ich klaue Ihnen mal Ihr Aprikosentörtchen. Ha. Niam, 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 niam. Was haben Sie denn hier Schönes? Sie haben nichts gesehen. Gucken Sie da vorne mal aus dem Boah, sehen Sie diesen schönen Blick da Schön, aus... Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Sie erinnern sich wohl nicht. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hiram Burrows, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer Bastard, sag ich Ihnen. Na, wem sagst du das? Ey, du willst mich hier wohl rausschmeißen, oder? Ich würde aber gerne hier den zerstoßenen Kristall klauen. Sie umgibt eine vornehme Aura, Corvo. Gab es in Ihrer Familie Edelleute? Es würde mich nicht wundern. Ich habe dir gerade ja das Zeug geklaut und du fragst mich, ob es Edelleute in meiner Familie gab. Ich bin ein entfernter Verwandter unserer Kaiserin. Leider zu entfernt. Ich werde nie Kaiser. Das tut mir aber leid. Jetzt will ich aber mal deinen Audiograph-Spieler hier abspielen. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Tja, der hört sich wohl gerne reden, der gute Mann. Er sitzt... Interessanter Kerl, der Lord Pendleton. So, auf jeden Fall haben wir ihn bestohlen. Da, wo es zumindest ging. Ah, ist doch Wallace, den kennen wir ja mittlerweile auch. Haben wir auch kennengelernt. Zimmer 202, wer wohnt denn hier? Ah, Tür ist auf jeden Fall offen. Oh, das sieht mir nach dem Admiral Room aus. Nach dem Raum vom Admiral. Und er hat viele, viele Orden abgeräumt. Diese Lampen sind auch lustig, oder? Witzig. Was haben wir denn hier für ein schönes Buch? Erzählung eines Walfängers, Band 1. Oder die frühen Abenteuer eines Walfängers. Ja, wenn ihr diesen Text lesen wollt, das sind ja keine story-relevanten Informationen, deshalb lese ich das jetzt nicht vor. Einfach Pause drücken, auf HD stellen und durchziehen, reinziehen, was auch immer ziehen. Oder vorne liegt noch ein Buch und für das gilt das Gleiche. Die Marine und die Flotte. Biene. Haha. So, hier auch einfach Pause drücken und dann könnt ihr ja theoretisch weiterlesen. So, hier ist Havelocks Tagebuch, erster Eintrag, das sollte ich mir vielleicht mal reinziehen. Aber erstmal hier den Audiograph-Spieler. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär... fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Das ist aus. Scheiter. Scheiter, wo ist der Ausschalt? Ach, scheint sehr technikbegeistert zu sein, der Admiral. Erinnert mich eher so an meinen Vater. So, hier sind auch noch die Erzählungen eines Walfängers, Band 2. Also wer diese Story dann weiterlesen will, das ist hier ist die letzte Reise eines Walfängers. Und jetzt ja viel mit Walen und Fisch und sowas auch zu tun. Hier nochmal kurz hier dieser Abschnitt. Und hier, jedes Jahr hatte ich weniger Zeit, um nach Hause zu kommen.
Meine Zunge verlernte die Sprache der heiteren Konversation und die, die in den Städten wohnten, hielten mich für einen komischen Kauz. Kenn ich. So, das war auf jeden Fall hier das Hüttchen vom Edmühl. Die kleine Behausung hier. Netter das auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Hier schauen wir aber auch nochmal rein. Wo sind wir hier gelandet? Das ist so ein Mannschaftsquartier wahrscheinlich. Irgendwie schlafgemachmäßig. Hier haben wir auch noch ein Buch. Lieder der Harpuniere. Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Und so weiter, ne? Ah, das ist doch ein tolles Lied. Vielleicht kann er mal ein Video machen und das singen. Fünfermünze. Wir sacken alles ein einfach, egal wem das gehört. Wir können alles gebrauchen. Ach, wen haben wir denn hier? Lydia! Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Na, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, Lydia, dass wir nicht älter sind. Es gibt ja Schlimmeres. Oh, eine tyvianische Birne. Die Litanei der Achtung. Weißen Klippe. Wie gesagt, ebenfalls hier. Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Auffinden und zur Rückkehr der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. Ja, genau. Und wenn man sich da meldet, wird man einfach hinterrücks ermordet. Das scheint hier irgendwie so eine Whisky-Fabrik zu sein oder sowas. Hier gucken wir mal auch nochmal rein. Ah, das ist das Badezimmer. Hätte ich vielleicht erst anklopfen sollen. Die Latrine, die können wir schließen. Die Toilette. Erzählung des Walfängers Band 2 haben wir ja bereits gelesen. Beziehungsweise haben wir ja schon gesehen. Die letzte Reise des Walfängers ist hier die Lektüre auf der Toilette. Aber der Schatten von Bitterleaf, das haben wir noch nicht gelesen. Genau wie das Buch darunter, der junge Prinz von Tyvia. Oh, das ist ein Bühnenstück. Mensch, die haben ja hier unzählige Bücher auch geschrieben. Ist ja ähnlich wie in Dragon Age, wo es unzählige Geschichten gibt. Hier ist noch eine Fünfermünze in der Badewanne. Hier ist ein Waschbecken, an dem wir trinken können. Hier die Badewanne ist ja auch lustig. Ach, das ist ja gar keine Badewanne. Das ist das Waschbecken, das ist die Badewanne. Im Mittelalter sahen die ja auch so aus. Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Ja, ja, ja. Der Lordregent soll endlich die Schnauze halten. Und da vorne ist auch Piero. Und mit dem werden wir in der nächsten Folge mal plaudern.